Endlich ist das neue Update 7.30 da und darunter ist nun jetzt auch der Schneefall-Skin enthüllt worden. Natürlich gibt es noch viele andere neue Skins und Items sowie viele Erneuerungen und das werde ich euch hier heute in diesem Video vorstellen. Moin Freunde, heute ist das neue Update 7.30 veröffentlicht worden und ich möchte euch einfach mal alle neuen Skins und Items vorstellen, sowie darunter auch natürlich den Schneefall-Skin. Ich würde mich jetzt aber erstmal über ein neues kostenloses Abo freuen, damit du hier auf diesem Kanal keine Videos mehr verpasst und unterstützt mich gerne im Spiel mit meinem Creator-Tag, der Fruchtzwerg. Und dann würde ich aber sagen, starten wir mit den neuen Infos. Und zwar möchte ich euch da jetzt erstmal vier neue Skins zeigen, die auf jeden Fall in den Gamefiles gefunden wurden. Und den ersten Skin, den sollten, denke ich, einige kennen. Ich habe darüber nämlich bereits ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne nach diesem Video auch nochmal anschauen. Da habe ich dazu auch nochmal einiges gesagt, was ich jetzt hier in diesem Video nicht wiederholen werde. Und zwar ist das der Honor Guard Skin. Den bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr euch ein bestimmtes Handy von Honor geholt habt. Wie gesagt, alle Informationen dazu in dem Video. Oben rechts einfach mal auf sie gehen und das Video nach diesem Video abchecken. Als nächstes kommen wir zu einem sehr, sehr merkwürdigen Skin, weil dieser Skin wurde einfach mal aus sehr, sehr vielen verschiedenen Dingen zusammengestellt. Also nach meiner Meinung wurde dieser Skin einfach aus Müll zusammengebaut. So sieht es nach meiner Meinung jedenfalls aus. Ich finde den Skin trotz dessen ziemlich nice, aber ich würde ihn mir persönlich nicht kaufen. Dafür finde ich ihn nicht gut genug. Dann als nächstes haben wir diesen Skin hier. Diesen Skin finde ich persönlich richtig fresh mit der Cap. Das sieht einfach richtig nice aus und ich bin mir auch schon am Überlegen, ob ich mir diesen Skin kaufen werde. Ihr könnt mir gerne an der Stelle mal in die Kommentare reinschreiben, welchen Skin ihr euch denn von den Skins, die ich euch so vorstellen werde und auch von den Items, was werdet ihr euch davon kaufen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Als nächsten Skin kommen wir zum Reno-Skin. Der wurde ja zur Weihnachtszeit schon in den Gamefights gefunden, allerdings war der zu dieser Zeit noch verschlüsselt. Dieser Skin ist nun jetzt entschlüsselt worden. Und so sieht der Skin halt eben aus. Ich muss persönlich sagen, ich finde den Skin jetzt überhaupt nicht geil, weil, keine Ahnung, der Skin sieht einfach wie so eine Blechbüchse aus. So wie ich euch kenne, seht ihr das hoffentlich genauso wie ich, weil, ganz ehrlich, dieser Skin, ich feiere den einfach nicht. Ist aber nur meine Meinung. Als nächstes stelle ich euch zwei Rucksäcke vor, und zwar einmal diesen Rucksack hier. Das ist einfach wie so ein Mülleimer-Deckel. Das ist auf jeden Fall der Rucksack zu dem Skin, der einfach aus Müll zusammengesetzt wurde. Und dann haben wir jetzt hier noch diesen Rucksack. Der gehört zu der netten Dame, also den Skin, den ich persönlich sehr feiere und den ich mir wahrscheinlich auch holen werde. Ich muss persönlich sagen, dass ich diesen Rucksack jetzt nicht so geil finde. Passt auch irgendwie nicht zu dem Skin, aber ihr wisst, es ist auch nur meine Meinung und jeder hat ja einen anderen Geschmack. Dann gibt es hier diesen schönen Pizza-Hängegleiter. Nach meiner Meinung sieht der ja nicht so geil aus, ist nicht so mein Geschmack, auch wenn ich Pizza natürlich sehr, sehr gerne mag. Dann wird es auch noch eine neue Spitzhacke geben, und zwar eine Tentakel-Spitzhacke, so sieht sie jedenfalls aus. Ist das vielleicht auch schon ein neuer, ein weiterer Hinweis zur Season 8 zum Thema? Und es gibt bereits sehr viele Indizien, die für eine Wasserwelt sprechen. Denkt man zum Beispiel auch noch an den Schnee, der dann ja auch irgendwann schmilzen muss. Aber dazu werde ich auch bald ein separates Video hochladen und euch alle Informationen dann zur Season 8 zusammenfassen. Dann wird es bald ein neues Item-Bundle geben. Es sind momentan noch keine weiteren Informationen dazu bekannt gegeben worden, wann das genau stattfinden wird. Und zwar wird es da einmal die eisige Spitzhacke geben von dem eisigen Raven Skin. Dasselbe dann natürlich auch mit dem eisigen Liebesranger. Also dazu wird es dann auch eine eisige Liebesranger Spitzhacke geben. Und zu guter Letzt wird es auch für den Raven Skin, für den eisigen Raven Skin, auch noch einen eisigen Hängegleiter geben. Für die eisige rote Ritterin wird es da erstmal nichts geben, aber wir haben ja auch schon die eisige Spitzhacke für die eisige rote Ritterin. Die hat man ja bereits bei dem 14-Tage-Weihnachts-Event bekommen. Dann wurde jetzt noch ein neuer Fahrzeug- und Waffenskin geleakt zu dem chinesischen Neujahr. Und dann kommen wir jetzt zum Gefangenen-Skin bzw. zum Schneefall-Skin. Diesen Skin wird es auf jeden Fall in vier Stufen geben. Die erste Stufe, die sieht genau so aus. Und wie ihr bereits sehen könnt, sein Gesicht ist mit einem Schloss versehen. Also man kann sein Gesicht gar nicht sehen. Da merkt man erst, wie gefährlich
gefährlich dieser Skin eigentlich ist. Und dazu blende ich euch jetzt auch einfach mal den Ladebildschirm zur Herausforderungswoche 9 ein. So sieht der aus. Da kann man ganz gut sehen, dass der Schneefall-Skin halt jetzt eben geflohen ist, dass der ausgebrochen ist, dass er sich befreien konnte. Und dann kommen wir zur zweiten Stufe des Skins. Und da seht ihr schon, das Schloss konnte geöffnet werden. Aber man sieht, dass seine Hände bzw. seine Arme immer noch in Ketten liegen und er sich immer noch nicht vollständig befreien konnte. Das sieht dann aber bei der dritten Stufe dann schon ganz anders aus, denn ihr seht, bei den Armen, bei den Händen gibt es keine Ketten mehr. Er hat es also geschafft und man sieht jetzt auf seiner Haut bzw. im Gesicht auch schon so, dass er da so eine Feuerkontur reinbekommt. Und diese Feuerkontur, wie ich sie jetzt nun bezeichnet habe, sieht man dann halt eben in der vierten Stufe am besten. Da sieht man auch, dass er jetzt am Kopf auch alles befreit hat. Wo er sich allerdings immer noch nicht befreien konnte, das ist das Schloss, was jetzt um seinen Bauch liegt. Und um seinen Hals liegt auch noch ein Schloss, aber ansonsten hat er sich halt eben vollständig befreien können. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, von der Skala von 1 bis 10, wie findet ihr die letzte Stufe des Schneefall-Skins? Oder generell, wie findet ihr den Schneefall-Skin? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Passend zu dem Skin wird es auch einen Rucksack geben, der halt eben dann auch aussieht wie ein Schloss. Und ich werde euch an der Stelle auch mal den Ladebildschirm der 10. Herausforderungswoche einblenden. Es ist, by the way, so heftig, dass schon bald die 10. Herausforderungswoche ist. Und da merkt man halt einfach, dass es bald mit einer neuen Season, also mit der Season 8 losgeht. Kommen wir aber zum Ladebildschirm der 10. Herausforderungswoche und da seht ihr den Schneefall-Skin, wie er vor einem Lagerfeuer sitzt. Und um dieses Lagerfeuer sieht man halt eben seine Schlösser, die er nun geknackt hat, die er aufbrechen konnte. Und mir ist jetzt erst gerade aufgefallen, dass das Lagerfeuer ja wahrscheinlich auch eine wesentliche Rolle dabei spielt, weil in erster Linie habe ich auf den Skin geachtet, ich habe auf die Schlösser geachtet, aber nicht auf das Lagerfeuer. Und wenn man genau in das Lagerfeuer reinschaut, beziehungsweise bei diesem Rauch, da sieht man irgendwie eine Person. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber es scheint mir so. Und es sieht jetzt halt eben nun danach aus, als würde er sich wieder mit Feuer quasi aufladen, weil es ist ja schließlich der Feuerkönig. Man hat es zum Beispiel bei der dritten und bei der vierten Stufe ganz gut erkennen können, dass er halt dann eben diese Feuerkonturen hat. Wenn ich also dieses Bild einordnen würde, dann würde ich diesen Ladebildschirm bei der zweiten Stufe einordnen, weil man sieht ja auch ganz gut schon, dass er beim Kopf bereits das Schloss geknackt hat, aber er hat halt eben nicht diese Feuerkonturen wie bei der Stufe 3. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze mal genauer zu betrachten, das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wir wissen ja bereits aus den vorherigen Seasons, dass Epic Games uns mit den Ladebildschirmen immer irgendwie eine Story, uns eine Geschichte erzählen möchte. Also würde man jetzt die ganzen Ladebildschirme, die Bilder in eine Reihe legen, dann würde man das, glaube ich, noch besser sehen können. Das auf jeden Fall dazu und dann möchte ich auch nochmal über die Football Skins mit euch sprechen. Denn die Football Skins, die werden wieder zurückkehren, allerdings mit neuen Designs, was ich auch richtig cool finde. Ich werde euch da jetzt einfach mal zwei Designs einblenden, die auf jeden Fall reinkommen werden. Denn wie vielleicht einige von euch wissen, ist der Super Bowl am 3. Februar, also am Sonntag. Und ich denke mal, dass dann auch zum Wochenende hin dann halt eben die Football Skins wieder zurückkehren werden. Passend dazu wird es auch übrigens ein neues Spielzeug geben, und zwar den Football. Finde ich richtig nice. Passt natürlich perfekt ins Spiel und natürlich auch dann zu den ganzen Football Skins. Ist auf jeden Fall wieder etwas Neues und das finde ich halt immer cool, wenn sich Epic Games neue Sachen überlegt, wie sie uns begeistern können. Auch wenn das jetzt nichts Großes ist oder so, aber ihr wisst ja, ich bin ein Fan von diesen Kleinigkeiten, die einfach immer ins Spiel hinzugefügt werden, die auch irgendwie trotzdem viel ausmachen, nach meiner Meinung. Und was auf jeden Fall auch noch ganz, ganz wichtig ist, es werden bald Marshmallow-Herausforderungen reinkommen. Alles dazu, das werde ich auch nochmal in einem separaten Video ansprechen. Auf jeden Fall wird am 2. Februar, also am Samstag, dann eine riesengroße Party steigen in Pleasant Park. Bereits kann man ganz gut erkennen, dass die Bühne da aufgebaut wird. Ich kann euch auch die Bühne einblenden, wie die dann aussehen wird, wenn sie aufgebaut ist. Denn es kommt das neue Marshmallow-Event rein. Ihr kennt, denke ich, Marshmallow ist ein sehr berühmter und auch beliebter DJ. Und der wird halt eben einen eigenen Skin bekommen. Und dazu wird es dann halt eben auch drei Herausforderungen geben. Da wird es dann dementsprechend auch wieder tolle Belohnungen geben, was man da halt
einfach kostenlos bekommen kann. Alles dazu werde ich euch dann in einem separaten Video auch nochmal vorstellen. Und an die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, schreibt mir einfach mal Hashtag Marshmallow in die Kommentare rein. Dann sehe ich, wer bis jetzt noch das Video geschaut hat, wer sozusagen aktiv auf diesem Kanal ist. In dem Sinne würde ich aber sagen, lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.